Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, und da bin ich wieder zur Single-Legung. Ja, meine Lieben, ich muss echt schon immer wieder lachen und ich bin ja heute wirklich so voller Energie geladen und voller Power und mach und tu. Ja, Wahnsinn. Ja, meine Lieben, ich begrüße euch hier auch nochmal bei der Single-Legung und mein Name ist Birgit und ich bin ein Medium der geistigen Welt. Und ich sehe das immer schon, dass ja, ich sag mal, meine Abonnenten und die wirklich immer meinen Videos folgen, sich schon selber kaputt lachen und schlapp lachen und sagen, oh jo, jetzt kommt wieder das Ritual und dann nach vorne. Kann ich alles nachvollziehen, kann ich alles verstehen. Aber immer wieder wirklich. Danke, danke, danke für die Likes, danke für die steigenden Abonnenten, danke für euer Feedback und danke an den Bommel, weil der kommt hier auch wieder gerade rein. Der hat nämlich eben gefressen, dem musste ich erstmal hier Fütterung des Raubtieres und der war ja schon eben im ersten Video, kam er dann dazu, der spürt dann die Energien hier. Und ja, zwischendurch braucht mein Bommel natürlich auch was zu fressen, ganz klar. Ja, meine Lieben, wir legen weiter und wir lassen uns ja gar nicht von dem beirren. Viele kennen den ja schon und viele sagen auch, die mich eben auch anrufen, sagen dann auch liebe Grüße an den Bommel. Das finde ich immer total süß und wirklich klasse. Und ich bin wirklich dankbar für jeden Tag, wo ich mein Methusalem hier noch habe. Also ja, ist nicht selbstverständlich. So, aber es geht ja hier heute nicht um die Fellnasen, sondern es geht um euch Singles da draußen. Ja, die Single-Legung. Ihr wisst, ich lasse mich da immer leiten und bedanke mich trotzdem auch immer noch mal für diesen tollen Impuls der Single-Legung und natürlich auch noch mal gehe ich da rein. Von wegen die Botschaften. Botschaften auch gleichzeitig für euch da draußen. Wir legen hier vier Situationen. Da geht es aber jetzt wirklich dann darum, wo lerne ich meinen nächsten Adonis oder meine nächste Traumfrau kennen oder wie auch immer. Und dann eben, was muss ich dafür tun, welche Themen und das mache ich so als Block zusammen, diese zwei Situationen und eben nochmal immer wieder dieses Thema, wann kommt derjenige, diejenige. Dieses Wann bestimmt man natürlich immer wieder selber, indem man ganz klar raus aus diesen Blockaden, raus aus den eigenen Themen geht und dann kann man das ja im Grunde genommen auch wirklich beschleunigen. Aber es ist immer wieder die Frage, auch das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, so von wegen, hey, wann ist meine Traumfrau, mein Traummann endlich da? Kann ich alles nachvollziehen. So, aber wir gucken jetzt hier rein und ja, ich bin schon ganz gespannt für die Single da draußen, was uns da die Legung für die nächsten paar Wochen hier zeigen möchte. So, und dann legen wir auch los und fragen ganz klar, wo lerne ich den nächsten Partner oder Partnerin kennen? Und ihr wisst ja, ich bin ein Turbo und ich habe die Frage und bevor ich sie ausspreche, kriege ich eben schon den Impuls von oben. Der Impuls hier war, nee, nein. Die vierte Karte will uns was sagen, Punkt um Ende. So, da ist dieses Wo lerne ich eben jemand oder eine kennen. Ja, und dann kommt, was muss ich dafür noch tun? Welche Blockaden lösen? Welche Themen habe ich da noch in mir zu verarbeiten oder muss die eben abarbeiten? Und da gucken wir jetzt auch rein. Also, die Blockaden. Da ist es. Und nochmal kurz für diejenigen, die mein Video eben
zum allerersten Mal schauen. Ich blende immer die Karten nochmal zum Schluss ein, damit man da nochmal schauen kann. Zwischendurch zeige ich diese Karten, aber eben, ich bereite nichts vor. Also hier liegt nicht irgendwo jetzt das Kartenbild schon und ich gehe dann da rein, Gesundheit, Bommel, sondern ich lasse mich da komplett wirklich führen. So, und jetzt gehen wir eben nochmal hier Themen. Und wann? wann lerne ich? Das wünsche ich euch natürlich jetzt sofort. Jetzt, in den nächsten 2 Wochen. Das wünsche ich euch von Herzen. Jeder soll in sein Glück gehen, was ja auch jedem zusteht. Man muss es sich nur selber auch erlauben. So, und dann gucken wir mal, was die liebe Botschaft, ihr merkt schon, ich bin hier heute so voller Energie, was die Liebesbotschaften uns zu sagen haben. Die legen wir mal hier hin, weil auch die, ne, ihr wisst, jede Karte, die rausfällt, die möchte etwas mitteilen. So, und wir gucken in die Botschaften für die Situationen. Wo lerne ich denjenigen, diejenige kennen? Die Botschaft dazu. Dann die Blockaden und die Themen, die ich noch abzuarbeiten habe. Ja. Und die Botschaft für das Wann. Da ist sie. Da ist sie. Und natürlich, was darf nicht fehlen? Amors Botschaften. Amors Pfeil. Und da gucken wir jetzt auch für. Ich lege die mal eben hier rüber. Für das erste. Wann, wie, warum? So, also, wo lerne ich den Partner, die Partnerin kennen und was gibt uns die geistige Welt da für eine Botschaft mit auf den Weg? So, Themen, Blockaden. Das ist die hier. Und diese. So. Die hat sich versteckt. Aber auch da. So. Und jetzt kommt hier. Ho, ho, ho. In der schönen Adventzeit. Wir decken auf. Und wir decken erstmal die auf. Und wow. Lass dir von Freunden helfen. Bitte andere um Unterstützung und nehmen sie an. Das ist auch hier, das finde ich total klasse. Das ist eine Botschaft für uns alle im Grunde genommen. Dieses so von wegen, ach, wenn ich mich nicht traue, alleine rauszugehen. Ja, dann guck doch mal, ist da jemand, der dir da helfen kann? Also indem er dich unterstützt, indem er mit dir auf die Piste geht, zu einer Veranstaltung geht und. Das ist ja wohl hier wirklich total klasse. Oder da wirklich in die Energie reingehen, diese Hilfe auch mal annehmen. Wenn eine Freundin sagt, Mensch, komm, lass uns doch mal weggehen. Und wenn man dann immer Nein sagt, ja, dann sehe ich diese Brücke nicht. Und hier ist diese klare Botschaft, so von wegen, nimm diese Hilfe eben aus deinem Freundeskreis an. Das ist eine Botschaft für uns alle. Die sollten wir ja, oder die ziehe ich ja eigentlich immer zum Schluss, aber nur gut, nun kam sie hier direkt schon mitgeflogen. So, und jetzt gucken wir mal eben, das legen wir mal eben auf Seite. Okay. Ach,
ist es schön. Ach, ist es schön. Ja. Super. Rat des Schicksals, Täuschung. Die Verspieltheit. Halleluja. Meine lieben Single da draußen. Ja. Lauft keinem Vater oder lauft keiner Vater Morgana oder irgendeinem Phantom hinterher. Weil das hat sich auch hier als Thema oft in uns selber manifestiert. Thema, sich nicht selbst belügen, betrügen. Wow, wow, wow. Ja, meine lieben Single, ich sag ganz klar, es ist schwierig, aber nicht hoffnungslos. Aber hier sind schon heftige Themen unterwegs. Das kann man nicht anders sagen. So, wir gehen mal in die erste Sache rein, dieses von wegen, wo lerne ich? Und da ist ja schon mal ganz klar diese Botschaft auch zugekommen, lass dir von Freunden helfen. Also das, was ich eben schon gesagt habe. Und hier wirklich finanzielle Probleme, auch ganz oft ein Thema, so von wegen, hey, ich kann mir aber nicht leisten, jetzt hier heute Abend auf die Piste zu gehen, 50 Euro auszugeben oder sonst was. Kann ich alles nachvollziehen, weil hier geht es wirklich um die Blockade, diese Finanzen. So, und da muss man aber rausgehen, weil das hat hier wirklich alles was miteinander zu tun. So, dieses, wo lerne ich den kennen? Das heißt, ich sollte rausgehen. Und das kann ja auch mal sein, dass ich eben sage, okay, ich kann mir das jetzt hier da nicht leisten. Ich gehe raus und gehe in die Natur. Und hier ist ja noch eine Karte zu rausgefallen, die ich ja erst wieder mit ins Deck geben wollte, aber da kam ja, nein, die hat was zu sagen. Klar sagt die was. Man kann auch jemanden im Außen kennenlernen. Im Außen heißt auch beim Sport zum Beispiel, beim Spazierengehen, draußen in der Natur. Und das kostet kein Geld. Also raus mit euch, raus in die Natur. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Lasst euch da nicht ausbremsen, eben von den Finanzen. Weil wenn ich da nämlich reingehe, und das ist genau das, was jetzt hier so eine tolle Botschaft ist für uns alle, dieses, wann lerne ich jemanden kennen? Wenn ich in der Energie drin bin, ich habe ja kein Geld, ich kann ja nicht raus, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht und noch tausend Ausreden da finde, dann blockiere ich mich. Klar, so, dann kann man niemanden kennenlernen, dann kann man jemanden, klar, übers Internet oder so kennenlernen, ganz klar, aber lasst euch da nicht blockieren. Hier heißt es ganz klar, raus in die Natur, im Außen, Grenzen setzen. Grenzen setzen heißt hier, die Karte sagt auch ganz klar, feier mal wieder mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten. Das sagt die hier ganz klar. Also, wenn ihr eine Einladung bekommt für ein Event oder wenn ihr eine Einladung bekommt zum Geburtstag oder wie auch immer, geht bitte hin. Lasst euch nicht blockieren, eben hier so von wegen, wenn dann schon wieder kommt, ja, aber ich habe da die Einladung und ich kann ja gar kein Geschenk kaufen. Da kommt dann eine Lösung, das ist so. Also bitte, nehmt es in die Hand. Es ist ganz, ganz wichtig, im Außen. Also raus mit euch, meine Lieben, raus. Hier ist ganz klar die Gerechtigkeit, ja, draußen. Das heißt hier, das kann vor einem großen öffentlichen Gebäude auch passieren, dieses Kennenlernen. Dieses Kennenlernen hier, das kann vor einer Bank sein. Dieses Kennenlernen kann vor einem Rathaus sein. Bei diesen ganzen Geschichten, also ein öffentliches Gebäude. Da kann aber auch sein, dass da mal ein Event stattfindet, vielleicht eine Filmvorführung oder ein Workshop oder eine Messe, so etwas. Also bitte, öffentliches Gebäude, hier, und da geht es auch um helfen. So, und das kann eben auch gleichzeitig sein, helfen.
wenn ich jetzt zum Beispiel helfen möchte, mich eben auch da ehrenamtlich engagieren möchte, auch das hat etwas mit einem öffentlichen Gebäude zu tun und auch das heißt eben so dieses Rausgehen und da lernt man natürlich auch Menschen kennen. Also für diejenigen, die eben wirklich ein Problem haben mit den Finanzen, lasst euch davon nicht abschrecken. Geht in eine ehrenamtliche Geschichte hinein, weil auch dadurch lernt man Menschen, Leute kennen. Also bitte raus mit euch. Ja, also das waren jetzt hier ganz, ganz klare Botschaften, wo Öffentlichkeit, dieses öffentliche Gebäude. Und hier wirklich auch nochmal der Seelenpartner, dieses Glaube daran. Das hat aber auch natürlich etwas mit meiner Stärke zu tun. Wenn ich an mich selber glaube, an meinen eigenen Seelenpartner, der eben in meiner Seele von Anbeginn da ist, dann weiß ich auch genau, der, die Richtige wird kommen. Weil dann kann ich auch wirklich daran glauben. Wenn ich in den Zweifel gehe und denke, ach komm, bringt doch sowieso alles nichts, ja, dann kann es auch nichts bringen. Also, meine Lieben, raus mit euch, raus in die Natur, raus an öffentlichen Gebäuden. Öffentliches Gebäude kann auch zum Beispiel eine Kirche oder sowas sein. Alles öffentliche Gebäude. Also, und eben hier, lasst euch von Freunden helfen. Ja? Mit einer Freundin auf die Piste gehen, mit einem Freund auf die Piste gehen oder auch mal mit einem Pärchen auf die Piste gehen. Traut euch einfach. Ja? Also, ganz klare Botschaft. Dann kommen wir hier zum Thema Blockaden und Themen. Was habe ich für Blockaden und was habe ich für Themen? Hier ist ganz klar auch neue Wege gehen, Mut zu haben, Mut in die eigene Stärke zu gehen. Wirklich sich selber da auch etwas trauen und eben Blockaden wirklich lösen. Und das passt hier wieder komplett zusammen. Raus aus der Angst gehen, auch eben hier auf ein Event, wenn ich eingeladen bin, Hochzeit und. Gleichzeitig hat es hier aber auch noch etwas damit zu tun, Blockaden und Themen, weil das ist ja hier wirklich immer so ein Block. Es hat etwas bei dir damit zu tun, du hast dich sehr, sehr oft täuschen lassen von Partner oder Partnerin. Du hast die ganzen Glaubenssätze und dieses Gelübde noch in dir von der Hochzeit. Oder es gab ein Hochzeitsversprechen und du hast dich getäuscht. Diese Hochzeit ist nie zustande gekommen. Da müsst ihr wirklich reingehen, weil das ist wirklich ein Traumathema, was man im Unterbewusstsein wirklich verankert hat. Ich wurde getäuscht, ich wurde betrogen, ich wurde belogen. Da müsst ihr reingehen und das ist eine klare Botschaft. Wieder wirklich etwas aufarbeiten. Natürlich habe ich dann Angst, mich wieder auf etwas Neues einzulassen. Aber hier eben auch, Lachen ist die beste Therapie, Vergnügen ist die beste Therapie. Ihr müsst in dieses Thema reingehen und ich kann es euch immer wieder nur an die Hand geben. Schreibt es euch von der Seele, verbrennt es. Wenn ihr in einer solchen Situation gewesen seid, dass man im Grunde genommen euch gesagt hat, wir heiraten nächstes Jahr, du bist die Partnerin, der Partner und hast du nicht gesehen und man freut sich und ist in dieser Erwartung und in dieser Energie drin, und letztendlich hat es sich als Täuschung herausgestellt, da ist man sehr, sehr tief verletzt und wirklich auch, das hat man verankert. So, und da ist klar, Lachen die beste Therapie, aber ich muss das erstmal abarbeiten und aufarbeiten. Und hier heißt eben dann wieder neue Wege gehen und wirklich sein Schicksal dann in die Hand zu nehmen. Hier hat es wirklich etwas damit zu tun, mit Versprechungen.
Versprechungen. Wer hat mir in der Partnerschaft etwas versprochen, wo ich immer noch drin hänge und deswegen bin ich immer noch Single, weil ich Angst habe, mich da wieder auf etwas Neues einzulassen, weil ich Angst habe vor dieser großen Täuschung oder eben wieder enttäuscht zu werden. Und dieses Wort sagt es ja schon, Enttäuschung, die Täuschung. Also reingehen, ganz, ganz wichtig. Und hier hat es wirklich etwas damit zu tun mit Versprechen. Also die Blockaden solltet ihr auflösen und da wirklich ganz klar das abarbeiten. Und dann wirklich in die Verspieltheit wieder gehen, lachen, rausgehen. Und auch hier passt wieder die Karte dazu. Lasst euch da bitte helfen, nicht in eine Depression oder so verfallen. Ja, also nehmt's in die Hand, hier Rad des Schicksals, so von wegen ich steuere mein Auto, mein Boot oder was auch immer. Ja, ich bin derjenige, der das Drehbuch schreibt. Also zusätzlich kommt ja hier, was ich ja eben gesagt habe, zu dem Blog, Thema Blockaden und was habe ich noch für Themen aufzulösen? Hier selbst Betrug und selbst belügen. So, und da kommt noch mal ein ganz tolles Thema mit dazu. Und zwar, da ist noch ein altes Mutterthema aufzuarbeiten. Dieses Mutterthema liegt hier ganz, ganz klar. Die Mutter, was die vielleicht ja, für eine Ehe oder eben ein Leben geführt hat. Wie war die Mutter in der Ehe? Wie wurde diese Ehe zum Beispiel gelebt oder diese Partnerschaft? Geht da mal rein, ihr werdet ganz, ganz viele Muster finden. Also hier Thema Blockaden auflösen, altes Mutterthema. Ja, ganz wichtig auch wieder, reingehen in diese Ehe sich oder Partnerschaft, wie auch immer, sich wirklich reinfühlen. Oder hat die Mutter vielleicht sehr, sehr früh den Partner durch einen Schicksalsschlag verloren und ist dann alleine geblieben, hat sich im Grunde genommen verschlossen und zugemacht. Ja? Geht da mal rein und auch da werdet ihr ganz, ganz viele Blockaden lösen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Also hier geht es wirklich in der Legung darum, altes Mutterthema, alte Versprechen. Ja, also mit alt meine ich jetzt nicht von vor 100 Jahren oder 200 Jahren, sondern alt meine ich jetzt wirklich Themen, die ihr eben schon in diesem Leben im Hier und Jetzt wirklich hattet. Diese Verträge, ja, das Mutterthema, wirklich reingehen. Und dann hier diese Karte, Belügen und Betrügen, passt hier wieder ganz hervorragend zu der Täuschung. Das ist ein ganz starkes Thema, was ich hier wirklich aufarbeiten muss. Wenn ich mich selber belüge und betrüge, dann ziehe ich auch unter Umständen schon mal einen Partner oder eine Partnerin an, wo eben hier so eine Täuschung passieren kann. Das ist aber für uns zum Lernen, für uns, um in die Stärke zu kommen, um zu wissen, so hey, Moment, halt, ich habe mir ja da auch was schön geredet und da muss ihr im Grunde genommen wirklich ja, ins hohe Gericht, sage ich ja immer, mit euch selber gehen und das eben auch auflösen. So, und dieser Lug, Betrug und diese Täuschung hat auch etwas mit den Eltern zu tun. Deswegen, ganz dickes Thema hier. Die Eltern, wie haben sie es gelebt? Wie hat der Vater seine Beziehung da gelebt? Geht da mal wirklich rein und löst da ganz, ganz viel für euch auf. Weil hier kommt nochmal Lausch in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steht. Und das passt hier wieder, dieses Thema Blockaden, wie löse ich das Ganze auf. Halleluja, kann ich da nur sagen. Das ist aber hier so richtig, da müsst ihr nochmal ans Eingemachte gehen, aber es tut gut, es befreit einen, es beflügelt euch. Dann ihr geht dann auch in eine Leichtigkeit. Durch diese Leichtigkeit kommt auch wieder die Verspieltheit in euch, weil ihr auf einmal versteht und sagt, ja klar,
da hab ich ein Versprechen gegeben, da habe ich ein Versprechen bekommen. All diese Themen, Blockaden, geht da mit da rein. Und eben ganz wichtig, das alte Mutterthema. Hier ist auch die Karte Rückzug. Es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen. Also meine Lieben, jetzt macht euch da mal keine Sorgen. Das hat damit nichts zu tun. Dieser Rückzug heißt wirklich, lausche in dich hinein. Und das kann ich nur im innerlichen Rückzug. Auch das ist eine Therapie, indem ich alles rausschreibe, die Täuschungen, die Wut, alles das, was in mir noch so brodelt. Das hat damit etwas zu tun. Da kann ich auch mal sagen, so, ich bin jetzt mal eine Woche von der Bildfläche hier verschwunden. Ich möchte hier nicht großartig telefonieren mit Freunden oder sonst was oder irgendwo hingehen. Ich möchte in meine Themen gehen. Und das ist damit gemeint, dieser innerliche Rückzug, um dann in die Klarheit zu kommen. Um hier wirklich zu sagen, die Themen, die Blockaden, die packe ich jetzt an und da gehe ich jetzt raus. Also, Thema, ganz klar, altes Mutterthema, die alten Versprechungen wirklich hier und wo lasse ich mich dann da eben blockieren, dass ich dann keine neuen Wege gehe. Also hier wieder in die Hand nehmen. Wow, kräftig, sehr, sehr kräftig für uns Single hier. Ja, meine Lieben, wir kommen in die allgegenwärtige Frage, wann lerne ich endlich meinen Partner kennen? Wann gehe ich endlich in eine glückliche Liebesbeziehung? Ihr kennt ja da auch, was ich da immer sage, auch wenn er dann in eine Partnerschaft geht, auch da muss man eben immer wieder täglich reingucken, immer täglich dran arbeiten, weil es ist eine Arbeit. Eine Partnerschaft soll ja mit Respekt und mit viel Liebe gelebt werden. Und das heißt auch dazu, dem anderen zuhören und wirklich diesen Respekt zu zollen. Ja, das ist natürlich wichtig. Aber dieses Wann ist hier ganz klar, diese Kreativität, lass dir etwas Kreatives wirklich für dich selber da einfallen. Lass es fließen und es gibt hier zum ersten Mal, und das finde ich jetzt auch total lustig, weil ich doch am Anfang gesagt habe, ich wünsche es euch jetzt. Es gibt hier keine Zeitansage. Absolut nicht, wo man sagen könnte, Herbst oder wenn es stürmt, ja, da kann man nicht nachgehen. Stürmen tut es im Moment draußen ganz oft. Auch jetzt noch, also das heißt wirklich hier, leg den Kampf ab, geh in die Kreativität, lass dir helfen und hier lass es fließen und es kann jetzt kommen. Das heißt, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, jetzt. Also, arbeitet eure Themen auf und das finde ich jetzt total spannend, dass hier wirklich keine Zeitansage kommt, weil ich ja vorher auch gesagt habe, dieses Wann kann immer sofort sein. Und das wünsche ich euch. Und hier geht es aber auch nochmal um etwas, und zwar um die Vergangenheit und religiöse Faktoren. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Und hier, du hast die Kraft, Nein zu sagen. So, und das ist nochmal auch eine sehr, sehr gute Botschaft zu diesem Nein. So, Nein ganz klar zu sagen, hier, ich arbeite meine Themen auf. Hier ganz klar rausgehen, was habe ich eben gesagt, aus diesen alten Verträgen, aus diesen Täuschungen, aus diesen alten Verstrickungen, Mutterthema, reingehen in diese Geschichten. Und da aus der spirituellen Sicht wirklich die Erkenntnis zu schöpfen und da wirklich dann ganz klar sagen, und jetzt geht's wieder volle Kraft voraus. Nein heißt zudem zu sagen, ich blockiere mich. Nein heißt zudem zu sagen, von wegen, ich will mit dem Alten nichts mehr zu tun haben, das habe ich alles schon so in die Schublade gepackt. Ja,
Also, da wirklich neue Wege für euch gehen. Und dann kann, wow, das jetzt für euch passieren. Und das ist das, was ich euch von Herzen wünsche. Dieses Jetzt, jetzt soll es kommen. Jetzt kann es passieren. Jetzt darf die richtige Partnerin oder der richtige Partner eben für euch kommen. Egal, wie ihr eure Liebesbeziehung leben oder zelebrieren möchtet. Wow, das war aber hier Tacheles, klar, deutlich, ganz klar die Botschaften, direkt die Botschaften für uns alle mit. Wow, das war jetzt hier wirklich heftig, aber so klar, und das ist eigentlich wirklich toll. So klar sollte es immer sein, aber so klar ist es nicht immer. Es ist ja schon mal wirklich verzwickt. Ja, meine Lieben, das war die Single-Legung nochmal für 2015. Die nächste ist ja dann erst 2016, Mitte Januar 2016. Wahnsinn. Das nächste Video stelle ich Ende Dezember her. Und zwar für die Tarotlegung 2016. Schauen wir da mal, was uns da der Januar so bringen möchte. Aber hier sage ich jetzt erstmal ganz klare Worte, ganz klare Arbeit für euch, für die Themen, für die Blockaden. Und wirklich nehmt die Hilfe an und meine Lieben, raus, raus an öffentliche Gebäude. Also bitte, auch jetzt hier die Weihnachtsmärkte noch, die laden ja förmlich dazu ein. Also macht was. Nehmt's in die Hand. Ich wünsche es euch. Ich habe es ja gesagt. Ich wünsche es euch jetzt. Und dieses Wann kann jetzt sein. Bitte. Ja? Also, ich sag Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Adventzeit. Ich wünsche euch auf diesem Weg schon mal frohe Weihnachten. Lasst euch nicht ärgern. Macht die Augen auf und ja, nehmt die Kraft jetzt an und packt es an. Ja, und einfach sage ich bis zum nächsten Mal. Wir hören uns oder sehen uns ja nochmal dieses Jahr, dann Ende Dezember zur Tarotlegung Vorschau für den Januar. Bis dahin wünsche ich euch, dass die Liebe da ist und dass ihr die Liebe wirklich leben können, weil wir haben es alle verdient, die Liebe leben zu können, in einer respektvollen Partnerschaft zu leben. Alles Liebe bis dahin, eure Birgit.